Ja, hallöchen, wunderschönen guten Tag. So, auf dem Rückweg von St. Moritz habe ich das Glück, dass mich ein Teilnehmer mitnimmt. Mein lieber Freund Jochen, kannst du mal kurz den Kopf hängen? Genau. So, ja, heutiges Thema Selbstständigkeit. Bist du selbstständig? Willst du mal selbstständig werden? Ich bin so glücklich darüber, dass ich dieses Jahr schon 42 Jahre selbstständig bin. Das ist für mich ein absoluter Traum. Natürlich gab es viele Höhen, es gab auch viele Tiefs. Ciao, lieber Jean-Pierre. Passend zum Post von Jean-Pierre. Hi, lieber Alexander. Ja, Selbstständigkeit ist für mich wirklich das Allergrößte, das Allerschönste. Kein Chef über sich zu haben. Hi, liebe Jenny. Niemand, der mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Ich stehe auf morgens, habe meine Ideen, kann sie umsetzen, muss das mit niemandem diskutieren, muss auf niemanden warten, ob er mir ein Okay gibt oder kein Okay gibt. Für mich ein Geschenk. Und wieso spreche ich jetzt mit dir über Selbstständigkeit? Weil ich sehe, dass viele Menschen Angst haben, in die Selbstständigkeit zu gehen. Das ist so die eine Partie. Dann sehe ich die andere Partie, wo viele selbstständig sind, aber nicht richtig in die Pötte kommen, keinen richtigen Erfolg haben. Ich sehe viele, die dann sogar aufhören, und das finde ich einfach sehr, 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 sehr schade. Du kennst das ja vielleicht auch in deinem Ort oder in deiner Stadt. Er macht ein neues Geschäft auf. Was ist dein erster Gedanke, was du hast? Naja, mal schauen, wie lange der sich hält. Ja, möglichst noch mit einem Grinsen im Gesicht. Vielleicht erzählst du es noch anderen, was er gesehen hat, einer aufgemacht. Schauen wir mal, wie lange der am Markt bleibt. Ja, wie lange es dauert, wie viele Tage, wie viele Wochen, wie viele Monate, bis er seinen Laden wieder zumacht. Und was tritt meistens ein? Genau das tritt ein, dass die meisten dann wieder zumachen, weil sie keine Ahnung haben vom Business, weil sie nicht wissen, wie man kontinuierlich dranbleibt. Ihnen fehlt das Mindset, ihnen fehlt das unendliche Durchhaltevermögen, was du einfach brauchst. Du musst auch imstande sein, die Tiefs zu überwinden. Du brauchst einen langen Atem. Das sind so viele Komponenten, die dazu zusammenspielen. Und heutzutage haben wir natürlich das Phänomen, alle machen das auf ganz locker. Weißt du, jetzt hier bei Facebook ist alles ganz leicht. Du kannst ein bisschen was erzählen hier. Hast du irgendeine schöne Uhr am Handgelenk, so wie ich hier. Oder stellst dich mal vor einen Ferrari hin oder sonst vor irgendeinem Fahrzeug und erzählst einfach, wie cool, wie geil die Welt ist und wie alles ganz einfach ist und wie du über Nacht schnell reich werden kannst. Und das stimmt einfach nicht, ja. Das stimmt einfach nicht, dass du über Nacht reich werden kannst, ja. Und vor allem auch nicht anhaltend. Ich kenne so viele Leute, die wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr viel Erfolg haben, aber die haben viele Jahre, Jahrzehnte haben die dran gearbeitet und sind immer noch dran. Sie sind immer noch dran, weiterzumachen. Und das hat mich jetzt einfach dazu veranlasst, ein neues Seminar anzubieten, und zu diesem Seminar bist du eingeladen, ja? So, das heißt, du bezahlst nur die Hotelübernachtung und das andere, da lade ich dich ein. Wieso lade ich dich ein? Weil ich ganz einfach möchte, dass viel, viel mehr Menschen ins Unternehmertum reingehen. Das ist mein Wunsch. Dass viel, viel mehr Leute Erfolg haben. Dass viel, viel mehr Leute in die Freiheit gehen. Weil es ist einfach schön, erfolgreich unterwegs zu sein, was zu bewegen. Und auf dem Seminar, das findet vom 13. bis 14. April statt, dort lernst du alles. Du brauchst nicht zu einem Existenzgründerseminar zu gehen. Du kennst das vielleicht, vielleicht warst du da schon mal. Das macht dich nur durcheinander. Es ist letzten Endes eine große Belastung. Danke dir, lieber Jean-Pierre. Es ist letzten Endes eine große Belastung. Da gibt es so viele Gebote, Verbote, Gesetze, was weiß ich was. Aber da gibt es kaum Unternehmergeist, da gibt es kaum diese Power, die Dinge nachher auch entsprechend durchzuziehen. Auf dem Seminar, wo du eingeladen bist, vom 13. bis 14., das ist Samstag, Sonntag, wir starten nachmittags um 16 Uhr, und da zeige ich dir alles aus 42 Jahren Unternehmertum. Ich zeige dir komplett alles, auf was es drauf ankommt. Und wir schauen uns auch deine Geschäftsidee an. Und solltest du schon selbstständig sein, komm vorbei, wir gucken auch dein Geschäftsmodell an, wenn du das möchtest. Und da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass du da viele, viele wertvolle Inputs bekommst, wo du dein Geschäft auf next höheren Level bringen kannst. Weil alleine kannst du schon viel bewegen, aber lässt du mal von außen drauf schauen, hast du plötzlich nochmal eine andere Energie drin, plötzlich eine andere Sicht. Ich sehe das ja auch bei vielen, vielen meiner Coachings, wo die Kunden zu mir kommen und wie sie danach komplett anders rausgehen, wie sich da ganz, ganz, ganz viel verändert hat.
Weil du kannst selbstständig sein und kannst selbstständig sein. Ja? Dazwischen ist es eine ganz, ganz große Bandbreite. Und ich wünsche mir einfach für dich, dass du selbstständig bist, und ich wünsche mir für dich, dass du richtig, richtig Erfolg hast. Einfach diese berühmte Freiheit zu haben. Selbstständigkeit heißt für mich nicht selbst und ständig zu arbeiten, das, was ja in dem Wort eigentlich enthalten ist, sondern Selbstständigkeit heißt, mit den richtigen, cleveren Ideen anderen Menschen auch eine Chance zu geben, dass sie bei dir arbeiten können. Da gibt es verschiedene, hoppla, Absturz, ein bisschen geruckelt hier auf der Autobahn, sorry. So, es gibt viele verschiedene Modelle und die schauen wir uns einfach an. Was ist dein ideales Modell? Wie schaffst du es auf lockere Art und Weise? Und viele sagen immer, ja, wenn du selbstständig werden möchtest, dann brauchst du ganz viel Geld. Auch da gibt es verschiedene Formen. Ja? Wieso brauchst du immer ganz viel Geld, um selbstständig zu werden? Das sehe ich überhaupt nicht ein. Du kannst auch mit ganz wenig selbstständig werden. Du kannst nebenbei ein Geschäft aufbauen. Egal, was du für Ideen hast, egal in welcher Position du bist, ob du jetzt Angestellter bist oder ob du im Moment sogar keine Arbeit hast oder ob du schon selbstständig bist, eher seit kurzem oder schon lange, komm vorbei, du bist mein Gast, 13. bis 14. Vielen herzlichen Dank für die Blumen, dass ich der Hammer bin. Ja, ich schenke ganz einfach gerne, weil ich habe damals mir geschworen, als ich noch klein war, wenn ich mal erfolgreich bin, und die Frage war nicht, ob ich erfolgreich bin eines Tages, das wusste ich, dass ich das bin und dass ich das werde damals. Ich habe damals geschworen, ich bin da für andere Menschen und ich helfe anderen Menschen, weil das ist mein größter Herzenswunsch. Mein Wunsch ist einfach, dass die Menschen zufrieden sind, dass die Menschen Spaß haben mit ihrer Arbeit, dass sie Freude haben mit ihrer Arbeit und dass die Arbeit keine Qual ist und dass man sich nicht krank melden muss, was einfach viele machen, weil sie Burnout haben, weil sie frustriert sind, weil sie irgendwo einfach nicht mehr können, weil die Arbeit einfach mühsam ist oder im Gespräch, wenn es dann heißt, ja, was soll ich da machen? Irgendwas muss man doch machen. Und, ja, wegen der Kohle gehe ich arbeiten. Oder wie viele sagen, die schönste Zeit des Jahres ist der Urlaub. Was für ein Blödsinn. Die schönste Zeit des Jahres darf nicht der Urlaub sein, sondern muss jeder Tag sein. Du sollst jeden Tag Spaß haben mit dem, was du tust. Ja? Und auch hier sagen viele, ja, das geht einfach nicht. Wenn man richtig ernsthaft durchs Leben geht, dann gibt es eben nicht nur Sonne, gibt es auch ganz viel Schatten. Natürlich, da wo Sonne ist, ist auch Schatten, aber die Frage ist einfach, wie gehst du durch die Welt? Ja? Gehst du locker durch die Welt? Gehst du mit Freude durch die Welt? Hast du Spaß an dem, was du tust? Bist du eine Bereicherung für andere Menschen? Oder ziehst du immer nur ein Gesicht und bist du immer schlecht drauf? Bist du negativ drauf? In erster Linie schadest du dir selber. Ja? Und für andere Menschen ist es auch nicht sehr angenehm. Und hier habe ich auch so eines meiner Schlüsselerlebnisse. Meine Friseurin, die sagte letztes Jahr im Sommer, sie ist in Urlaub gefahren in die Türkei, völlig happy, 4 Wochen Urlaub, boah, so geil, wir haben uns ein ganzes Jahr drauf gefreut. Okay, sie kam zurück vom Urlaub und sie war traurig, sie war unendlich traurig. Sie hat sogar ein bisschen Tränchen gehabt. Ich sage, ey, wieso bist du traurig? Du kommst sogar aus dem Urlaub. Ja, jetzt muss ich wieder 12 Monate warten. Sag ich, wieso musst du warten? Ich habe mitgekriegt, es gibt jeden Tag mehrere Flugzeuge, die nach in die Türkei fliegen. Du kannst doch jede Woche in die Türkei fliegen. Ja, das geht halt nicht, weil ich habe halt nicht so viel Geld. Wir müssen ganzes Jahr sparen. Hallo? Ich finde, das kann und soll doch einfach nicht sein, dass du ein ganzes Jahr sparen musst, um irgendwas Schönes dann wieder zu machen, seine Familie zu sehen. Ja? Ich finde, das ist einfach traurig und darum kann ich einfach nur jeden einladen, wenn du angestellt bist, dann hast du immer eine Deckelung. Da bist du immer auf andere angewiesen. Ja? Du bist immer auf die Firma angewiesen, was die dir bereit ist zu geben. Bist du selbstständig? Ist open. Open mind, open money. Da gibt's keine Grenzen. Die Grenzen hast du letzten Endes nur in deinem Kopf. Und ja, das und viel, viel mehr zeige ich dir auf dem Seminar vom 13. bis 14. im Frankfurter Raum, April. Und wenn du sagst, boah, cool, da wäre ich gerne dabei, schick mir einfach eine persönliche Nachricht und dann bekommst du morgen den Link, wo du dich anmelden kannst. Das Seminar kostet nichts für dich, ich schenke dir das. Und wenn du jetzt ein Haar in der Suppe suchst, dann kann ich sagen, ja, es gibt tatsächlich ein Haar in der Suppe und es gibt den berühmten Haar. Das bist du, weil du dich nicht auf den Weg machst, weil du wieder Fragezeichen hast, sagst, ja, das passt nicht, da habe ich schon was vor. Nutz diese geile Chance, auch wenn du schon was vorhast, komm dahin. Ich packe wirklich aus, 42 Jahre,
Business-Expertise. Du bekommst alles von mir. Du kannst mich auch alles fragen, was du wissen möchtest. Und für alle, die sagen, passt mir leider nicht, aber du machst das bestimmt noch einmal. Ja, mache ich mit Sicherheit, werde ich das Seminar wieder machen. Aber dann wird das bestimmt 2.000 oder 3.000 Euro kosten. Jetzt bist du mein Gast. Jetzt bezahlst du nur das Hotel und wenn du sagst, nee, ich komme später mal, das ist auch okay. Ich werde das fest in meine Seminare implementieren, weil das ist einfach sehr, sehr wichtig, dass du richtig startest, dass du möglichst keine Fehler machst. All die Fehler, die ich gemacht habe, und ich habe ganz, ganz viele Fehler gemacht. Wieso habe ich viele Fehler gemacht? Weil ich war ein Sturkopf und ich habe oft nach dem Prinzip von Try and Error gehandelt. Ja? Versuch und Irrtum, das ist die dümmste Variante, die du überhaupt nur machen kannst. Rückblickend kann ich heute sagen, hätte ich mir viel früher die besten Leute geholt, die besten Berater geholt, ich wäre wesentlich weiter und ich hätte weniger Stress gehabt und weniger schlechte Momente. Und genau das möchte ich dir ersparen, indem ich auspacke, indem du alles kennenlernst, was du wissen musst. Wir schauen uns auch dein Businessmodell an und ja, du bekommst wirklich 24 Stunden, gut, abzüglich natürlich Schlaf, sind wir zusammen, ich hau alles raus und du kannst alles mitnehmen, was du brauchst, du kannst mich auch alles fragen. Weil wenn mehr Menschen selbstständig sind, wenn mehr Menschen in die finanzielle Freiheit kommen, dann haben wir einfach ein besseres Leben. Dann gibt es kein Neid, kein Hass, kein Missgunst und all diese ganze unnötige Palette, die es da gibt. Vielen, vielen Dank für die vielen Likes. Freut mich riesig. Ja, jetzt liegt es einfach an dir. Schreib mir eine persönliche Nachricht, wenn du dabei sein möchtest. PN, ganz, ganz kurz. Wieso möchtest du gerne zum Seminar kommen? Wieso möchtest du gerne eingeladen werden? Weil das kannst du nicht einfach nur so buchen, weil sonst würde ich den Link ja hier direkt reinhauen. Ich möchte einfach deinen Beweggrund haben, wieso, dass du gerne das möchtest, zum Seminar kommen. Und dann lass uns einfach starten. Samstag, 13. April. Im Raum Frankfurt und ich darf dir sagen, es wird was ganz, ganz Einschneidendes für dich. Es wird unendlich viel verändern, ob du jetzt erst am Start bist oder ob du schon selbstständig bist oder ob du auch schon viele, viele, viele Jahre oder Jahrzehnte selbstständig bist. Ich sehe das auch bei meinem Tagesdurchbruchs-Coachings, was ich mache. Da habe ich oft Leute, die schon 20, 30 Jahre auf dem Markt sind und danach sagen, boah, hammermäßig. So habe ich es noch nie gesehen, so habe ich es noch nie wahrgenommen. Und jetzt liegt es einfach an dir, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay, gerne komme ich am 13. April, gerne komme ich nach Frankfurt, um einfach mein Leben mal zu durchleuchten, meine Selbstständigkeit zu durchleuchten, den Weg dahin oder die jetzige Selbstständigkeit. Und wie kannst du es besser machen? Weil je erfolgreicher du bist, desto schöner wird es für dich und desto schöner wird es auch für dein Umfeld. Und je erfolgreicher du bist, je besser deine Selbstständigkeit dir gelingt, desto mehr Geld hast du ganz einfach, desto mehr Freiheit hast du. Und das ist das, was ich euch wünsche. Das ist mein persönliches Anliegen. Und ja, die Frage, wo ich auch immer wieder bekomme, ja, wieso verschenkst du dann so viel? Weil ich einfach gerne schenke. Ich schenke unendlich gerne. Es macht mir einfach Spaß zu teilen. Und so habe ich auch jetzt einen Wunsch an dich. Bitte teile diesen Livestream hier. Teile ihn, dass ganz, ganz viele Menschen davon profitieren können. Und ich kann dir sagen, wenn du anfängst zu teilen, wirst du nicht weniger haben, du wirst nicht ärmer, sondern du wirst immer reicher und reicher dadurch. Mit Sicherheit gibt es auch in deinem Freundesumfeld, danke, danke für die Herzchen, lieber Lutz, mit Sicherheit gibt es auch in deinem Freundeskreis, in deiner Facebook-Liste oder du kennst einen Haufen Menschen, die schon lange halbschwanger sind, die gerne selbstständig werden möchten oder bei denen das nicht richtig funktioniert, die so vor sich hin serbeln, immer so kurz, ja, hören wir jetzt auf oder machen wir noch ein bisschen. Hör ja nicht auf, mach weiter. Es fehlt nur ganz, ganz wenig, bis es richtig abgeht. Oft sind ganz, ganz kleine Stellschrauben, an denen man ein bisschen drehen muss. Aber man muss die halt wissen. Und es ist leider Gottes so, das kann kein Steuerberater, das kann kein Anwalt machen. Die können dich zwar beraten in ihren Belangen, aber sie können dich nicht beraten in diesen ganzheitlichen Belangen, wie du einfach ein Business richtig am Start bringst und wie du da auch voll durchstarten kannst. Und das wünsche ich mir einfach für dich, dass du durchstartest, dass du maximale Erfolge hast und dass du endlich, falls du es schon hast, herzlichen Glückwunsch, dann kannst du es vielleicht noch optimieren. Und für die, die noch nicht so weit sind, wie sie gerne sein möchten, dass du endlich das Leben führen kannst, wo du schon immer führen wolltest. Weil für mich gibt es ganz, ganz klar ein Leben vor dem Tod. Ja?
Es gibt wirklich ein Leben vor dem Tod und du musst nicht warten. Du musst jetzt nicht nochmal die tausendste Ausbildung machen. Ich brauche noch das Diplom, ich brauche noch den Abschluss und das brauche ich noch und das brauche ich noch und das brauche ich noch und das brauche ich noch. Dann wirst du irgendwann alt und irgendwann liegst du auf dem Sterbebett und stellst fest, eigentlich hättest du gar nichts gebraucht. Eigentlich hättest du nur Mut gebraucht. Eigentlich hättest du nur anfangen sollen, ja? Das ist das Thema. Aber fang richtig an. Und was wir auch anschauen ist, was ist dein Warum? Warum möchtest du das? Oder warum bist du in die Selbstständigkeit gegangen? Und wenn du dein starkes Warum hast, dann geht es nur noch um das Wie. Wie mache ich es? Wie setze ich es um? Und das sind oft ganz, ganz kleine Parameter, die du zu beachten hast. Ja? Und dann fängt es an zu rollen. Und du weißt, wenn die Dynamik einmal da ist, dann ist es gar nicht mehr aufzuhalten. Egal wo du stehst, vielen Dank fürs Genau, liebe Tanja. Egal wo du stehst, ja, du schaffst es. Und hab einfach eine hohe Meinung von dir. Glaube an dich. Glaube an dich. Du bist für mich genial. Warum? Du schaust hier zu, du kommentierst, du bist dabei. Nochmals, melde dich an, wenn du magst, 13. April im Raum Frankfurt. Es werden Hammer 2 Tage für dich. Es wird komplett deine Welt verändern. Und nochmals meine Bitte, teile es. Teile diesen Livestream. Trage ihn bitte in die Welt hinaus, dass wirklich viele, 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 viele Menschen die Chance haben, dabei zu sein und maximal davon zu profitieren. Ich danke dir sehr. Auf dem Weg von meiner geliebten Heimat St. Moritz nach Deutschland. Dauert ein bisschen. Und ich freue mich riesig. Am Wochenende habe ich Mastermind und dann übernächstes Wochenende 2. Speaker Cruise der Welt. Da freue ich mich so sehr drauf. Nachdem die erste dermaßen der Hammer war, war es nur eine ganz klare Entscheidung, eine Folge davon, dass auch die zweite geil wird, dass auch die zweite großartig wird. Und es gibt noch viele, viele weitere Sachen. Und ich kann dir aus meinem Unternehmertum, von vielen, vielen Firmen, die ich aufgebaut habe, von vielen Projekten, die ich durchgesetzt habe, gegen alle Widerstände, die du dir vorstellen kannst, mit dem richtigen Mindset, mit der richtigen Power. Es gibt keine Grenzen, außer die, wo du dir selber setzt. Danke, danke, schön, dass du dabei warst und danke fürs Teilen. Erfolgreiche sehen sich wieder und ich bin gespannt, wer von euch in Frankfurt dabei sein wird. Alles Liebe, ciao, bye, bye.